Liebe Kommunionkinder, liebe Kommunionfamilien, ich bin hier in unserer schönen Gnadenkapelle mitten im Herzen der Stadt, unserer Stadt Kevela. Liebe Kommunionkinder, ich kann mir vorstellen, dass ihr schon ganz oft mit euren Eltern oder Großeltern hier in der Kapelle wart, habt vielleicht ein Kerzlein angezündet. Und bevor ihr zu unserem kleinen Schwarz-Weiß-Bildchen rund um die Kapelle gegangen seid, das die Mutter Gottes zeigt, unsere Trösterin der Betrübten, habt ihr vielleicht auch gebetet hier. Wenn ihr mal genau vor den Altar schaut, seht ihr ein Epitaphbild, wie wir das nennen. Es zeigt uns Weihnachten. Da seht ihr Ochse und Esel, wie sie durch das kleine Fenster hindurchlupen und Maria und Josef mit dem Jesuskind. Maria, die Trösterin der Betrübten, wie wir in Kevela sagen, hat uns das Beste geschenkt, was sie uns schenken konnte, nämlich Jesus. Seinen Geburtstag feiern wir jetzt zum Weihnachtsfest. Und Jesus war nicht allein, da waren damals schon Leute da, die ihn besucht haben zu Weihnachten. Ganz arme Leute, wie die Hirten, aber auch ganz interessante Leute. Die kamen von ganz weit her, wie wir sagen, aus dem Morgenland. Ganz am Ende der Weihnachtszeit werden wir das sehen, die drei Könige, und haben Jesus was mitgebracht. Das zeigt, dass Jesus nicht nur für uns da ist, hier in Kevela, sondern dass er für die Menschen auf der ganzen Welt da ist. Ihr wisst bestimmt, was die drei Könige mitgebracht haben an kleinen Geschenken. Weihrauch, Gold und Myrrhe. Und das sehen wir auch auf diesem kleinen Bild. Das Weihrauch brauchen wir immer in der Kirche. Ihr kennt das, das sind Kräuter, die auf Kohle angesteckt werden und dann haben die einen ganz tollen Duft und der Qualm, der geht nach oben zum Himmel. Und es gibt ein Wort, das uns sagt, dass unsere Gebete bis zum Himmel ankommen sollen. Und dieser Weihrauch, der wird immer benutzt, wenn wir etwas ganz Wichtiges ehren, wie zum Beispiel in der Kirche die Bibel oder den Altar. Der Weihrauch steht für Jesus Christus, der für uns Mensch ist, aber der auch Gottes Sohn ist. Gold ist natürlich ganz wertvoll. Könige haben Gold und Jesus ist für uns der wichtigste König. Aber es gibt auch die Myrrhe. Myrrhe wurde früher immer bei einem Begräbnis eines Menschen in das Grab gelegt. Mit Myrrhe wurden manchmal sogar die Toten eingekremt. Die Myrrhe zeigt uns, Jesus ist nicht nur ein ganz wichtiger Mensch, nicht nur ein König, er ist nicht nur Gott, er ist vor allen Dingen ein einfacher Mensch, wie du und ich. Und diesen Geburtstag dürfen wir zu Weihnachten feiern, dass Gott sich so klein gemacht hat, dass er bis in mein kleines Menschenleben hineinreicht. Liebe Kinder, wir bauen jetzt vielleicht zu Hause Krippen auf, ihr macht das auch. Vor einigen Jahren habe ich einmal auch, wie immer, am 23. Dezember meine Krippe aufgebaut und alles war fertig. Nur einer fehlte, nämlich Jesus. Ich habe alle meine Kisten durchgeguckt, aber irgendwie war das Jesuskind nicht da. Am Weihnachtsmorgen dann war ich noch ein bisschen traurig, vor der leeren Krippe zu stehen und habe noch mal nachgedacht, wo er sein könnte. Und dann sind mir die Kommunionkinder eingefallen, mit denen ich in diesem Jahr unterwegs war. Ich hatte einige Zeit davor über das Jesuskind in der Krippe gepredigt und über das Kreuz. Und dann bin ich in den Keller gegangen, habe mir die Kommunionkiste genommen, habe die Kiste aufgemacht und da lag tatsächlich das Jesuskind. Da war ich sehr froh, habe es mit nach oben gebracht und in die Krippe gelegt und dann war Weihnachten. Später habe ich darüber nachgedacht und festgestellt, Jesus kommt in das Verlorene. Das, was wir vielleicht nicht gut können. Da, wo etwas kaputt gegangen ist, das macht Jesus heile und er schenkt allen, die Unfrieden haben, den Frieden zurück. So darf ich euch, lieben Kommunionkinder, und auch den Eltern, den Großeltern, mit allen, mit denen ihr zusammen sein werdet, es sind ja nicht so viele, leider Gottes, dieses Jahr, aber einige sind beieinander, ein ganz frohmachendes und schönes Weihnachtsfest wünschen und ein glückseliges neues Jahr, wo wir uns hoffentlich bald wiedersehen.